Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es ums Superfood Ashwagandha. Ja, Ashwagandha. Wer das schreiben kann, ohne nachzugucken, Daumen hoch. Es kommt aus dem Indischen, das Wort. Es wird vor allen Dingen in der ayurvedischen Medizin benutzt. Dieses Nahrungsergänzungsmittel wird gewonnen aus den Blättern und der Wurzel von der Ashwagandha-Pflanze, die auch den anderen Namen trägt, Schlafbeere. Wichtig ist, nicht die Beeren essen. Die Beeren sind giftig, wenn ihr mal dem Ashwagandha begegnet. Aber jetzt zum Thema selber. Ashwagandha, was ist so besonders daran? Was macht das Ganze so toll? Ashwagandha hat eine Breitbandwirkung. Eins der Wirkstoffe, die sehr, sehr stark erforscht sind, ist das Vitanolid. Vitanolide sind die Stoffe, die am meisten für die Wirkung von Ashwagandha beitragen. Es hat aber noch viele, viele andere Phytonährstoffe, die zusätzlich eine Synergie bilden, wie bei vielen anderen Superfood-Pflanzen eben auch hier. Was ist so besonders? Ashwagandha hat zum einen eine unglaublich tolle Wirkung aufs Hormonsystem. Es sorgt zum einen dafür, dass Testosteron steigen kann, DHEA steigen kann, dadurch auch viele andere Folgeeffekte passieren, wenn diese Stoffe steigen. Es sorgt dafür, dass Cortisol ausgeglichen wird, zu hohes Cortisol wird gesenkt, zu niedriges Cortisol wird gehoben. Cortisol ist vor allen Dingen das Stresshormon, das wir haben. Und wenn Cortisol hoch ist oder zu hoch ist, wie bei vielen, vielen von uns, dann ist es so, dass der Körper ausbrennt, die Nebenniere ausbrennt und die Bausteine, die normalerweise für alle anderen Hormone verwendet werden, werden jetzt ausschließlich fürs Cortisol verwendet. Das heißt, jemand, der einen chronischen Dauerstress hat, verliert automatisch die Bausteine für Progesteron, Östrogene, Testosterone und so weiter und so weiter. Sprich, all die Folgeprobleme, die dann entstehen, können einfach aufgrund vom chronischen Stress da sein. Und da ist Ashwagandha ganz toll, denn wenn ich den Stress vermeiden kann, sollte ich ihn vermeiden. Kann ich ihn aber nicht vermeiden, weil die Lebenssituation nun mal gerade so ist, wie sie ist. Zum Beispiel kleine Kinder, zum Beispiel Eltern, die ich gerade pflege oder ähnliches. Dann ist Ashwagandha einfach ein toller Unterstützer unterwegs, um das irgendwie durchzustehen. LH wird noch gesteigert, das ist wieder wichtig für die Libido und für die Fruchtbarkeit der Männer, natürlich auch der Frauen. Und all die ganzen Dinge, gerade das Steigern des DHEA, haben so einen tollen Anti-Aging-Effekt, aber gleichzeitig sorgt es eben dafür, dass wir besser Fett verbrennen, dass wir besser Gewicht verlieren und dass das ganze System mehr in Richtung Gesundheit geschoben wird. Dann ist so, Ashwagandha hat eine Wirkung auf die Blutgefäße. Es wirkt blutgefäßschützend, blutgefäßreinigend und hat aus diesem Grunde dann eine unglaublich gute Wirkung auch fürs Gehirn. Es ist ein Antidemenzmittel. Dann ist es so, dass es die Schilddrüsenhormone ausgleicht, anhebt, wenn nötig, und die Schilddrüse reinigt. Also auch hier eine unglaublich schöne Wirkung. Phänomenal ist auch, dass es das Cholesterin senkt, und zwar das sogenannte Böse, das LDL-Cholesterin. Es steigert HDL-Cholesterin und es senkt die Blutfette, Triglyceride. Es hat auch eine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, was in einigen Studien auch belegt wurde, dass der Blutzucker sich verbessert, der Blutzuckerspiegel sich verbessert, was besonders interessant ist für Menschen, die unter Diabetes leiden. Und ein ganz großer Vorteil ist die Wirkung aufs Immunsystem. Es wirkt immunstimulierend, aber auch ausgleichend. Das heißt, es hat einen unglaublich schönen Effekt bei Autoimmunerkrankungen und es wirkt aber auch antientzündlich. Das heißt, bei chronischen Entzündungserkrankungen, Gelenkschmerzen und anderen Dingen ist Ashwagandha wiederum ein wirklich großartiges Superfood. Auf die Blutbildung wirkt es noch. Das heißt, es sorgt dafür, dass das Blut mehr gebildet wird, mehr produziert werden kann, was wiederum ein großartiger Effekt ist. Ja, Ashwagandha, wie viel soll ich davon nehmen? Das ist grundsätzlich individuell. Wichtig ist, es hat nicht wirklich Nebenwirkungen. Das heißt, wenn ihr diese Ashwagandha einführt in Form von Kapseln, Pulver oder Tropfen, dann achtet immer darauf, dass ihr mit einer normalen angegebenen Dosierung einfach anfangt
und ihr könnt es dann gegebenenfalls nach Bedarf steigern. Es macht keinen Sinn, natürlich von vornherein eine riesengroße Menge zu nehmen. Ashwagandha hat eine bekannte Nebenwirkung, das ist eine Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt und es kann Durchfall machen. Also wenn ihr da landet, habt ihr zu viel. Aber ansonsten ist es schon okay, wenn ihr mit der Dosierung ein bisschen spielt und auch mal eine Phase macht, wo ihr es ein bisschen höher dosiert, um einfach den guten Effekt zu haben. Das ist das, was auch in Studien gemacht wurde. Um einen merkbaren Effekt zu haben, wurden höhere Dosen verabreicht. Wenn ihr sicher sein wollt, ist es am besten, ihr lasst es testen. Wir können das testen mit unserer Ferntestung über die Fernheilpraxis. Oder ihr lernt selber, wie es zu testen geht, wie natürlich auch viele andere Sachen, die ihr dann testen könnt. Und was ganz gut ist, ist, dass ihr gute Quellen nehmt. Also, dass ihr wirklich versucht, pestizidfreie Produkte zu bekommen. Am besten in Bio-Qualität. Wir schreiben euch unten in die Beschreibung ein paar Quellen, wo wir sagen, die sind gut, da könnt ihr das beziehen. Gut, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, abonniert den Kanal. Besucht uns auf Instagram, da erfahrt ihr noch viel mehr von uns. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias.